Ein ganz herzliches Willkommen hier zu Accord Germany und einem weiteren Review. Heute haben wir es mit einem 50-jährigen Cognac aus der Petite Champagne zu tun, besser gesagt von Maxime Trijol. Und zwar, es ist die 5. Abfüllung der Journal de Kirsch-Serie. Ich bin sehr gespannt, legen wir los. Die Domaine Maxime Trijol befindet sich in der Petite Champagne, nur wenige Autominuten südlich von der Stadt Cognac entfernt. Sie wurde im Jahr 1859 gegründet und wir sind hier mittlerweile in der 6. Generation. Die Domaine bzw. Maxime Trijol hat Reben in der Petite und der Grand Champagne und sie haben verschiedene Abfüllungen, VSOPs, Extra Old und auch natürlich die Jahrgangsabfüllungen. Darüber hinaus ein paar verschiedene Liköre, wie zum Beispiel den Pinot de Charente. Soweit die Informationen zu Maxime Trijol und ich würde sagen, legen wir los mit der Bewertung und der Verkostung. Ja, wie ihr bereits vielleicht schon gesehen habt, heute ein etwas anderes Line-Up wie gewöhnlich. Den Grund möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und zwar zum Zeitpunkt, während dieses Video erscheint, wird jetzt der Cognac noch nicht verfügbar sein. Er wird ab dem 12. März 2024 bei diversen Online-Händlern zu erwerben sein. Und ich habe jetzt die besondere Ehre, heute ein Sample mit euch gemeinsam hier zu verkosten. Das Sample habe ich von Kirschimport bekommen, beziehungsweise von Sebastian Jäger. Sebastian, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für das Sample. Und mitgeliefert wurde außerdem dieser Zettel, auf dem nochmal ein paar Informationen zur Abfüllung draufstehen mit der Überschrift Neue Single Cask Jahrgangskognak mit Tropensturm, also die Nummer 5 der Journal de Kirsch Serie, welche wir eben heute hier verkosten werden. Und er wurde eben nach 50 Jahren Reifung im Spätsommer 2023 abgefüllt. Er präsentiert sich als einzigartiges Juwel mit unvergleichlichen Noten von Mango und Passionsfrucht, entführt er den Gaumen in das Auge eines tropischen Sturms. Die mundfüllende, wachsartige Konsistenz überrascht und verleiht diesem Cognac ein Profil, das in der kleinen Parzelle der Petite Champagne nicht zu erwarten war. Klingt schon mal sehr spannend und interessant. Was heißt jetzt hier nicht zu erwarten war? Petite Champagne, ihr wisst vermutlich, oder auch Grand Champagne, haben sehr gerne auch einen etwas floralen Charakter. Mal schauen, ob man jetzt hier diesen floralen Charakter meint, welchen er jetzt vielleicht nicht hat. Lasst uns mal gleich überraschen. Ja, wie eben erwähnt, es handelt sich um einen Cognac aus der Petite Champagne. Es ist eine Single-Cask-Abfüllung. Wir haben hier zu 100% Uni Blanc-Trauben. Es wurden keine Zusätze verwendet. Die Flasche hat eine Größe von 70 cl. 1972 destilliert und 2023 abgefüllt. Wie gesagt, 50 Jahre Reifezeit. 47,3 Volumenprozente Alkohol und es sind insgesamt nur 162 Flaschen erhältlich. Das ist wirklich eine sehr überschaubare Zahl. Ich bin mal sehr gespannt, wenn dann die Veröffentlichung stattfindet, wie schnell er ausverkauft sein wird. Und ja, dass es der 5. Teil der Abfüllung ist, habe ich bereits erwähnt. Das ist eben die Journal de Kirsch-Serie. Und auf dem Label zu erkennen ist mal wieder eine Geschichte von Alexandre Dumas, welcher sich hier, beziehungsweise deren seine Geschichten als Grundlage für die Labels gelten. Und man lässt sich hier bei Kirsch natürlich immer wieder was einfallen. Ich hatte es bereits schon mal erwähnt in anderen Videos oder Reviews zu den Journal de Kirsch-Abfüllungen. Ich blende euch gerne die Links hier oben ein. Dann könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, auch nochmal diese ansehen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und wie gesagt, hier lässt man sich was einfallen. Es hat einen besonderen Wiedererkennungswert und ich finde es ganz spannend und interessant. Auch wenn man sich die Labels anguckt, was darauf zu sehen ist, das sind eben Geschichten, Abenteuergeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Und nun würde ich sagen, schauen wir uns doch mal gleich schon die Farbe des Cognac an. Für mich hat der Cognac einen schönen Haselnusston. Und gehen wir gleich schon über auch zu der Nase des Cognacs. Mal schauen, was wir jetzt eben für Aromen bekommen. Hat er die floralen Noten?
sind diese tropischen Noten schon in der Nase spürbar. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal schauen, was wir jetzt hier bekommen von ihm. Also, was schon jetzt gleich zu bemerken ist, er hat eine wahnsinnige Tiefe. Und meine allererste Intention war so etwas wie Banane, aber wirklich eine richtig reife Banane, also keine, nicht die, wo noch so leicht grün ist, sondern wirklich eine gelbe, vielleicht schon leicht bräunliche Banane. Also was er definitiv nicht hat, meiner Meinung nach, sind florale Noten. Da habe ich jetzt also fast gar nichts. Wir haben jetzt nichts präsent hier. Und natürlich hat er diese Frucht, also es ist so eine Mischung aus Fruchtigkeit und Würzigkeit für mich. Sehr schön in der Balance, aber also sehr schön ausgeglichen. Ja, von der Frucht her würde ich jetzt eher so ein bisschen was sagen, wie, also eben die Banane hatte ich angesprochen, aber auch sowas wie, ja, stand es hier was drin mit Mango. Mango würde ich mitgehen. Ja, aber auch so eine Sirupnote, wie vielleicht so ein Himbeersirup, also eine sehr süße Note hat er auch drin, aber auch etwas eine leichte Frische, aber ist nicht vom Alkohol, also schon irgendwie, es ist eine Frische da, aber nicht jetzt alkoholbedingt, würde ich behaupten, sowas wie Eukalyptus und dann aber auch, also was ich zum Beispiel auch habe, ist so eine ja, leichte Sherry-Note. Ich glaube ich, auch im Cognac, also wüsste ich, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich jemals so eine Sherry-Note im Cognac hatte. Auch so ein bisschen eine Milchschokolade, so diesen, kennt ihr bestimmt so diese Schokoladenbrunnen, wenn diese warme Schokolade da so runterläuft, helle Milchschokolade. Das ist sowas in die Richtung habe ich hier. Ja, also Floralnoten, sorry, habe ich keine, wirklich nicht. Ja, wunderbare Nase, sehr schön. Ja, also so mag ich die Cognac schon, wenn sie so eine Kombination aus dieser Fruchtigkeit, diese Süße, diese Holzwürzigkeit, er hat nicht diesen Parfümgeruch drin in der Nase, was ich persönlich immer etwas störend finde. Ja. Sehr schön. Santé, bin sehr gespannt. Wow. Fangen wir erstmal mit dem Geschmack an. Auch hier versuche ich das Ganze erstmal wieder ein bisschen einzuordnen. Ja, Geschmack, Entschuldigung, Leder, Holzwürzigkeit ist da, also die Eiche ist präsent, schiebt auch schon ordentlich mit im Geschmack. Und dann auch sowas wie so eine, also eine leichte Schärfe da auch drin, diese Würzigkeit, Schärfe, so eine Milchschokolade mit Ingwerstückchen drin, habe ich jetzt hier. Und dann aber auch sowas wie so eine etwas nicht ganz so süße Fruchtigkeit, aber eine helle oder hellere Frucht, wie zum Beispiel so eine Grapefruit. Aber auch so was wie so eine süße, so eine Honigmelone ist auch drin. Also auch hier, also Nase, Geschmack, wahnsinnig von der Vielfalt, die einem hier geboten wird. Und auch so was wie ein bisschen Ananas im Geschmack. Ja, sehr gut. Ja. Finish.
Muss ich jetzt nochmal ganz kurz überlegen, was jetzt so im Finish alles war. War doch auch einiges hier. Also auf jeden Fall ein sehr langer und kräftiger Abgang, auch schön wärmender Abgang. Auch hier natürlich die Eiche wieder da. Die ist jetzt dann wirklich also geschmacklich und im Abgang war die Eiche sehr präsent, hat schon richtig jetzt hier auch geschoben. Hatte ich jetzt in der Nase nicht so intensiv wahrgenommen, die Eiche, wie jetzt im Geschmack und im Finish, im Abgang. Und dann auch sowas jetzt im Abgang wie, also die Ananas habe ich hier auch irgendwie durchweg von der Nase, ist auch bis zum Finish, so, aber dann eher im Finish so die getrocknete Ananas und auch wieder auch diese etwas Ingwernote. So ein bisschen getrocknete, kandierter Ingwer, wo ich jetzt hier ein bisschen im Abgang hatte. Ja, also sehr schön. Jetzt auch in der Nase so ein bisschen Grünteenote. Wahnsinn. Kann ich jetzt vorher auch überhaupt gar nicht. Ja. Sehr schöne Abfüllung. Wunderbar. Ein kleiner Mini-Kritikpunkt habe ich tatsächlich. Aber, also, super Abfüllung, keine Frage. Er hat schon im Geschmack, wobei fast im Finish noch ein bisschen mehr, diese intensiven Eichennoten drin. Also das muss man wirklich in dem Fall auch wirklich mögen, diese intensive Eichigkeit, diese Holzwürzigkeit, die ist sehr präsent. Man hat, also ich hatte jetzt auch weder im Geschmack noch im Finish irgendwelche floralen Noten, also nicht bewusst wahrgenommen, mögen vielleicht welche drin sein, aber ich hatte jetzt hier keine. Und also Nase und Geschmack ist eine Wucht, definitiv richtig gut. Finish, wie eben erwähnt, ein bisschen die Eiche sehr intensiv da. Aber jetzt, ja, das ist so eine persönliche Geschmackssache jetzt wiederum, ob man das eben mag oder nicht. Mir war es jetzt fast im Finish ein Ticken zu viel, aber ja, trotzdem sehr gut. Vom Rancio hatte ich jetzt weniger was drin. Hatte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vermutet aufgrund der langen Reifezeit, ob da ein bisschen Rancio drin ist. Nee, hatte ich jetzt nicht. Und ja, soweit. Ja, sehr gespannt, was jetzt da noch nachkommt. Wir sind mittlerweile bei der 5. Abfüllung. Bis jetzt waren alle sehr gut. Der Labal hat mir bisher am besten gefallen. Ist jetzt besser wie der. Ah, ist halt auch schwierig zu vergleichen. Das eine ist ein Armagnac, das ist ein Cognac. Ich würde sagen, recht ähnlich vom Niveau. Vielleicht der hier einen Ticken unter dem Labal. Einfach wenn ich jetzt mal vom Ranking her gehen würde. Ich wäre jetzt hier bei 91 Punkten. Ein dennoch sehr gutes Ergebnis, finde ich. Hat er aber auch verdient. Also er ist schon sehr gut. Und wie gesagt, das Thema mit der Eiche tun wir jetzt mal ein bisschen in Klammern setzen. Aber ich denke, 91 Punkte, ein wunderbares Ergebnis, ein wunderbarer Cognac. Empfehlung, definitiv. Wie gesagt, es sind 168 Flaschen, 162 Flaschen verfügbar. Schaut mal, ob ihr da was bekommen wollt. Wie gesagt, es ist auch nicht ganz so günstig. Ist natürlich auch ein alter Cognac, hat natürlich entsprechende Reifezeit. Und Massim Trichol sind meines Wissens auch immer etwas höher vom Preis angeordnet. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Wieder mal eine wunderbare Abfüllung geworden, wie ich finde. Soweit soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne hier den Kanal abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos oder Reviews verpassen wollt. Würde ich mich sehr freuen drüber. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Vielen Dank.